Herzlich willkommen zu dieser weiteren Folge in der kleinen Reihe Essentials. Wozu braucht man denn schon das Semikolon? Ja, das kann ich Ihnen sagen, wozu man das braucht. Nämlich, um eine sogenannte Satzreihe aus zwei Hauptsätzen sauber zu sequenzieren. Wie im Beispiel, ich komme zu dir, Semikolon, wir backen Rosinenstollen. Viele von Ihnen benutzen dafür das Komma. Das ist hier eigentlich an der falschen Stelle, denn das benutzen Sie hauptsächlich, um Haupt- und Nebensätze voneinander zu sequenzieren. Oder zum Beispiel für Parenthesen, also Einschübe. Allerdings haben wir eine Reihung von selbstständigen Sätzen hier an dieser Stelle. Das erkennen Sie daran, dass die Verben in der sogenannten Verb-Zweitstellung nach dem Subjekt stehen. Also der klassischen Satzgliedstellung, Subjekt, Prädikat, Objekt folgen. Sie könnten diese zwei Hauptsätze auch mit einem Konnektor sowie und verbinden oder Sie kombinieren Komma und, um die Differenzierung deutlich zu machen. Das ist im Übrigen regelkonform, schauen Sie es nach im Duden. Viele andere benutzen dafür den sogenannten Halbgeviertstrich, also den Gedankenstrich, um diese beiden satzwertigen Ausdrücke voneinander abzuheben. Oder ganz einfach, Sie benutzen den Satz Punkt, ich komme zu dir, Punkt, wir backen Rosinenstollen. Allerdings sollten Sie dem Semikolon eine Chance geben. Das trennt ihn nicht so stark wie der Satz Punkt und verbindet gleichzeitig nicht so stark wie ein Konnektor, also wie und trennt diese beiden satzwertigen Einheiten schön voneinander ab, lässt sie aber dennoch in Beziehung zueinander stehen. Geben Sie dem Semikolon eine Chance und verwenden Sie es genau an diesen Stellen. Bis dahin, ciao.